Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Drax, was hast du denn? Heute ist der 13. Du bist doch nicht etwa abergläubig, Drax. Es ist außerdem Mittwoch und nicht Freitag. In echt? Na, Rabe sei Dank. Aber schwarze Raben bringen Unglück. Nein, Drax, war ein Scherz. Natürlich nicht, das sind schwarze Katzen. Und nur wenn sie unter einer Leiter durchlaufen. Nein, nein, Drax, bleib ruhig, das war nochmal ein kleiner Scherz, Drax. Mit sowas macht man mit einem Raben keine Scherze. Halt, aus, Drax, ich tu's auch nicht wieder. Aber da sieht man wieder mal, wie leicht man Leute durch Angstmachen in Panik versetzen kann. Heute am Mittwoch wollen wir wieder mit Mathematik beginnen. Und hier sehen wir vier Kinder, die rund um einen Tisch sitzen. Jedes dieser Kinder hat eine andere Farbe. Hier haben wir einen gelben Pullover, einen roten Pullover, einen blauen Pullover und bei diesem Kind nehmen wir die Farbe grün, weil erstens sieht man hier ein kleines Eck vom grünen Pullover und auch die grüne Haarschleife. Und jetzt sollst du versuchen herauszufinden, wie sehen diese vier Kinder die Ente. Das gelbe Kind sieht die Ente von vorne. Das heißt, es sieht den roten Schnabel, auf ihn zuschauen, es sieht die Augen. Und daher malst du bei A, wo die Ente von vorne gesehen wird, in gelb an. Bei dem Kind, das die Ente so sieht, musst du jetzt mal überlegen. Wer sieht von diesen Kindern die Ente so, dass der Schnabel nach rechts zeigt und dass es die Ente von der Seite sieht? Welche zwei Kinder sehen überhaupt die Ente von der Seite? Aha, ich sehe schon, grün hat niemand gesagt, das stimmt. Blau und rot, diese zwei Kinder sehen die Ente von der Seite. Aber welches von den zwei Kindern sieht die Ente so, dass der Schnabel nach rechts zeigt? Jetzt denk mal genau, versuch dir das mit einem Plüschtier, kannst du das auch machen. Und jetzt überleg mal, blau oder rot? Wer ist für blau? Diese Kinder heben die linke Hand. Wer ist für rot? Diese Kinder heben die rechte Hand. Ja, ihr seid euch doch nicht ganz einig. Ich weiß, und das ist wirklich eine schwere Aufgabe. Aber wenn wir uns jetzt diese Ente so daherdenken, dann sieht das blaue Kind den Schnabel rechts. Also hier bitte blau anmalen. Ich schreibe das Wörtchen blau hin. Wer sieht die Ente von hinten? Na, das ist jetzt wirklich nicht schwer gewesen, oder? Das grüne Kind sieht die Ente von hinten. Und dann bleibt nur mehr das rote Kind, das die Ente so sieht, dass der Schnabel nach links zeigt. Hier haben wir, hey Drax, da sitzt ja du. Und grün, das sieht man jetzt relativ schwer, der grüne Punkt ist hinter dem Drax, das gehört nicht zu ihm dazu. Das Kind in grün, das hier nicht mehr gezeichnet ist, sondern nur mehr mit den Farbpunkten, sieht den Drax von hinten. Daher hat das Buch schon begonnen, grün anzumalen. Wer sieht jetzt den Drax so, dass der Schnabel nach links zeigt? Dieses oder dieses Kind? Wer ist für blau? Linke Hand. Wer ist für rot? Rechte Hand. Und ich sehe mehr rote Hände. Und die haben recht. Dann ergibt sich ziemlich klar, welches Kind sieht den Raben da von der anderen Seite, das blaue oder das gelbe.
Das gelbe Kind sieht den Raben von vorne. Das heißt, hier gehört gelb angemalt und dann bleibt hier natürlich noch mehr blau über. Die anderen versuchst du dann mal ganz alleine selber zu machen. Nummer 3, das ist jetzt etwas für die Profis. Wir beschäftigen uns einmal damit, wer sieht dieses Bauwerk von vorne? Das heißt, sieht einen langen, breiten gelben Stein, einen langen, breiten roten Stein und oben zwei blaue Pyramiden und einen blauen Stein auf der Seite vorbeischauen. Schau mal genau, welche zwei kommen in Frage? Richtig, nur mehr dieses oder dieses? Also, wer gelb hier oder gelb hier? Linke Hand für gelb, rechte Hand für blau. Mehr Kinder haben gelb gemeint. Sehr gut. Wer wird denn jetzt das Ding so von hinten sehen? Und das ist jetzt von hinten. Aha. Viele Kinder haben jetzt gleich grün rausgerufen. Und das stimmt auch. Schwierig wird es jetzt bei den zwei. Wer sieht dieses Bauwerk so, dass der Turm auf der linken Seite von ihm aus gesehen ist? Es ist nicht leicht, aber überlegt mal, blau oder rot, links für blau, rechte Hand für rot. Ja, ziemlich gleich viele, ist auch klar. Überlegt nochmal, links ist, ich nehme mal hier den Trax und der Trax schaut sich das hier an. Was sieht der Trax links, den Turm oder das Niedrige? Aha, der Trax sieht den Turm links und daher ist hier die Farbe rot anzumalen und dann bleibt hier automatisch nur mehr blau. Nun, dann hätten wir auch diese Seite schon geschafft. Bravo Trax, du hast gut mitgemacht. Ja Trax, die Gedichte am Montag, die waren ja so richtig cool. Und deswegen gibt's heute auch ein Gedicht. Aber das ist nicht von dem Trax oder von mir, sondern von einem Dichter namens Christian Morgenstern, der viele lustige Gedichte geschrieben hat. In seinem Zaun das Känguru, es hockt und guckt dem Sperling zu. Der Sperling sitzt auf dem Gebäude, doch ohne sonderliche Freude. Vielmehr er fühlt den Kopf geduckt, wie ihn das Känguru beguckt. Der Sperling sträubt den Federflaus. Die Sache ist auch gar zu kraus. Ihm ist, als ob er kaum noch säße, was, wenn das Känguru ihn fräße. Doch dieses dreht nach einer Stunde den Kopf aus irgendeinem Grunde, vielleicht auch ohne tiefen Sinn, nach einer anderen Richtung hin. Und? Hat dir das Gedicht gefallen? Lustig? Ich glaube schon. Sinn? Steckt irgendein Sinn in dem Gedicht? Erzählt dir das Gedicht irgendwas? Nein, und das war auch das Besondere an Christian Morgenstern. Er hat Gedichte geschrieben, die scheinbar keinen Sinn ergeben. Aber lustig sind sie immer. Und du hast sicher gemerkt, der Dichter hat viele Tiere in dem Gedicht verwendet. Möchtest du noch ein Gedicht hören? Na sicher! Ich habe doch die Kinder gefragt. Also gut. Kennst du den großen Elefanten? Du weißt, den Onkel von den Tanten. Den ganz, ganz großen, weißt du, der immer so macht, hin und her. Der lässt dich nämlich vielmals grüßen. Er hat mit seinen eigenen Füßen hineingeschrieben in den Sand: Grüß mir, Sophiechen Windelbrand.
Du darfst mir ja nicht drüber lachen, wenn Elefanten sowas machen. So ist die selten meiner Seel, weit seltener als beim Kamel. Und wieder, Tiere sind vorgekommen, Elefant, Kamel, und es scheint keinen Sinn zu haben, aber es ist lustig, oder? Das ist gemein, Richard. Ich werde mich bei dem Abendstern... Morgenstern Trax. ...beschweren. In seinen Gedichten kommt kein Rabe vor. Da wirst du nur Pech haben, Trax. Wieso? Christian Morgenstern ist schon über 100 Jahre tot. Ja, meine Lieben, heute wieder mal ein Sachunterrichtsthema mit einem kleinen Film und mit diesem Schwenk. Solltet ihr jetzt dann eigentlich schon eine Vermutung haben, worum es heute gehen könnte? Ja, du wirst natürlich schon erraten haben, dass es heute um die Uhr geht. Und wenn wir von der Uhr sprechen, dann werden wir uns auch mit der Uhrzeit beschäftigen. Und zwar mit Stunden und Minuten. Wie nennen wir eine Uhr ohne Zeiger? Eine Digitaluhr. Und eine solche habe ich hier auch am Handgelenk. Ich halte sie mal ein bisschen näher in die Kamera, dass du das ganz groß sehen kannst. Hier sind die Zahlen der Uhrzeit mit Ziffern geschrieben. Mit digitalen Ziffern. Eine typische Uhr hat aber Zeiger. Und da habe ich eine andere Uhr von mir, die hat nur Zeiger. Ich zeige sie dir auch mal näher in die Kamera, dass du die Zeiger gut erkennen kannst. Wir haben hier einen längeren und einen kürzeren Zeiger. Was es mit denen zu tun hat, das werden wir ein bisschen später erfahren. Zuvor zeige ich dir noch ein paar andere Arten von Uhren. Manche muss ich dir allerdings als Bilder einblenden, weil ich sie nicht zu Hause habe. Das hier nennt man Stoppuhr. Im Moment zeigt die Stoppuhr allerdings die normale Uhrzeit an. Wenn man jetzt den Stoppzeitmodus wählt, dann siehst du hier viele Nuller. Und wenn man auf eine Taste drückt, beginnen diese Zahlen zu laufen und zeigen die Zeit an, die ein Läufer läuft oder ein, egal was für ein Wettbewerb das ist. Wenn man nochmal drückt, bekommt man die Endzeit. Diese Stoppuhr ist jetzt 10 Sekunden und 41 Hundertstel gelaufen. Die Hundertstel, die vergessen wir jetzt im Moment. Das brauchst du noch nicht zu wissen. Immer öfter gibt es schon Uhren, die Zeiger und Digitalanzeige haben. Manche Leute haben das gerne, ich übrigens auch, weil man sowohl die Uhrzeit mit den Zahlen ablesen kann, als auch die Zeiger hat, die man gewohnt ist. Hier oben siehst du hinter den Zeigern ein Feld, das Sonnenstrahlen aufnehmen kann. Und diese Uhr braucht, wenn sie funktioniert, im Moment tut sie es leider nicht, braucht keine Batterie, sondern die eingebaute Batterie wird, wenn du in der Sonne damit spazieren gehst, durch die Sonnenenergie einfach aufgeladen. Eigentlich eine coole Geschichte, oder? Sonne und Uhr, das ist überhaupt ein ganz tolles Stichwort. Früher kannten die Leute noch keine Uhren in der Art, wie wir sie heute verwenden. Man maß die Zeit mit der Sonne. Man wusste, zum Mittag steht die Sonne ganz weit oben und es gibt einen langen Schatten. In der Früh, wenn die Sonne aufgeht, wusste man, sie kommt aus dem Osten. Und im Westen geht sie wieder unter. Das haben die Leute sich bald zunutze gemacht und haben sogenannte Sonnenuhren gebaut. Da hat man
an einer bestimmten Stelle, wo man gewusst hat, die Sonne scheint den ganzen Tag, hat man einen Stab in den Boden oder in eine Wand gesteckt und dann einfach gewartet, wo der Schatten der Sonne zu einer bestimmten Zeit steht. Dort hat man eine Markierung gemacht und diese Markierung ist geblieben. Und immer am nächsten Tag hat man wieder gesehen, okay, der Schatten ist da, diese Uhrzeit hat es. Solche Sonnen, nun hast du jetzt während ich gesprochen habe, einige im Bild gesehen und du kannst dir hoffentlich schon vorstellen, wie das funktioniert hat. Als die Menschen dann lernten, aus verschiedenen Sachen kleine Maschinen zu bauen, gab es dann die ersten Uhren. Die trug man aber noch nicht am Handgelenk, sondern in der Tasche. Ich komme jetzt mal mit dieser Uhr ein bisschen näher zur Kamera, dass du sie gut siehst. Und bitte erschrick jetzt nicht. Zack. Und auf einmal geht der Deckel der Uhr auf und du siehst die Uhrzeiger, wie sie sich bewegen. Wie so eine Uhr funktioniert, kann ich dir anhand einer anderen Taschenuhr zeigen. Und zwar an dieser hier. Ich komme wieder ein bisschen näher zur Kamera. So sieht die Uhr von vorne aus. Du siehst die Zeiger, das Zifferblatt, große Zeiger, kleine Zeiger. Du siehst sogar hier eine Anzeige für Mond und Sonnenstand. Und ja, noch was, diese Uhren musste man aufziehen. Da gab es hier oben ein Rad zum Drehen, das musste man immer wieder drehen. Diese Uhr steht nämlich gerade. Du wirst gleich merken, dass sie zu gehen beginnt. Wenn sie nämlich aufgezogen ist. Merkst du es hier? Der Sekundenzeiger geht schon wieder. Und an der Rückseite hat diese Uhr ein durchsichtiges Gehäuse. Ich hoffe, man erkennt das wirklich gut. Und du siehst, dass sich hier viele Rädchen ineinander verzahnen. Man nennt das Zahnräder. Und immer wenn ein Zahnrad ein Stückchen weiter sich bewegt, bewegt sich ein anderes auch. Und dadurch entsteht auf dem Zifferblatt die Bewegung der Zeiger. Ein bisschen vereinfacht werde ich dir das jetzt demnächst auch zeigen können. Diese Taschenuhren waren übrigens oft richtige Kunstwerke und eine von dieser Sorte kann ich dir hier noch zeigen. Ich komme wieder ein bisschen näher zur Kamera. Schau dir mal an, was hier alles zu sehen ist. Ja, ein großer, mächtiger Adler. Und jetzt rücken wir dem Geheimnis der Zeit einmal ganz, ganz nahe. Ich habe hier sozusagen die Zutaten zu einer Uhr, die natürlich kein Uhrwerk hat und daher nicht von selber gehen kann, aber mit der ich dir ganz viel zum Thema Zeit zeigen kann. Die Uhr besteht aus einem Zifferblatt, das noch keine Ziffern hat. Also müssen wir welche machen, aber welche schreiben wir? Womit beginnen wir und wo beginnen wir? Beginnen wir bei einem kleinen Strich oder bei einem großen? Ich weiß, du kennst schon Uhren und du weißt genau, die großen sind einmal wichtiger. Hier werden wir beginnen. Eigentlich müssten wir, du weißt es, die Zahlen beginnen bei... Wie bitte? Was? Bei 12? Aber hallo! Und mit der Uhr hast du natürlich recht. Warum das so ist, erkläre ich dir später weiter. Aber auf der Uhr steht oben in der Mitte die 12. Ich schreibe sie hier mal hin. Die nächste Ziffer ist im Uhrzeigersinn die 13. Nein, sagst du die 1? Von 12 auf 1? Okay, ich glaube dir mal. Wir kommen dann später dazu, warum das so ist. Hier steht dann die 1. Natürlich geht es dann mit 2 weiter. 3, 4, 5,
Gegenüber von der 12 steht die 6, dann kommt die 7, die 8, die 9 steht gegenüber von der 3, dann die 10, die 11 und jetzt ergibt sich auf einmal, dass die nächste Zahl 12 heißt. Damit war das mit der 12 nicht so falsch. Die Zeit beginnt aber mit 0. So ist es. Eigentlich müsste hier am Beginn eines Tages, mitten in der Nacht, um Mitternacht, müsste hier eine 0 stehen. Steht sie aber nicht, weil die Uhren mit 12 gemacht sind. Aber um 0 Uhr, und das schreibe ich hier mal für dich so klein dazu, um 0 Uhr beginnt der Tag. Jetzt brauchen wir natürlich für unsere Uhr noch Zeiger. Komischerweise gibt es einen großen und einen kleinen. Wer da von den beiden was macht, das werde ich dir dann noch erklären. Und jetzt können wir diese Uhrzeiger für dich bewegen. Um 0 Uhr sieht das Ganze so aus. Und jetzt kommt das Geheimnis der zwei Zeiger. Der lange zeigt die Minuten. Ich weiß, du hast das gewusst. Und der kurze zeigt die Stunde. Der lange Zeiger beginnt einmal loszugehen. Und er geht in einer Stunde einmal rundherum. Während der lange Zeiger einmal rundherum geht, marschiert der kurze eine Ziffer weiter. Und um 1 Uhr sieht das dann so aus. 1 Uhr Nacht. Da schläfst du noch gut. Der Zeiger bleibt natürlich nicht stehen, auch wenn er jetzt während meiner Erklärung stehen geblieben ist. Er läuft wieder einmal rundherum. Und wenn er wieder beim Zwölfer ist, ist der Stundenzeiger beim Zweier. Es geht natürlich weiter. Du merkst schon, eigentlich der Kleine geht schon langsam immer mit. Und dem Moment, wo der Lange wieder beim Zwölfer ist, also eine volle Stunde anzeigt, ist der Kleine bei der nächsten vollen Stunde. Wie spät ist es jetzt? Super, alle haben 3 Uhr gesagt. Ich bin sehr zufrieden. So geht das immer weiter. Und irgendwann haben wir dann 11 Uhr Vormittag. Da bist du gerade in der Schule und lernst fleißig. Jetzt, wenn der Lange wieder einmal rundherum kommt, ist der Kurze wieder am 12er. Es ist 12 Uhr Zeit fürs Mittagessen. Und wenn der Lange dann wieder weitergeht, ist der Kurze zum zweiten Mal an diesem Tag beim Einser. Aber wie viele Stunden sind denn vergangen, bis der kurze Stundenzeiger einmal rundherum war? Schauen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stunden. 12 Stunden und eine Stunde dazu. Wie viel ist denn das? Super. Das ist 13 Uhr. Und das schreibe ich dir hier oben klein dazu. Was wird sein, wenn der Lange jetzt wieder eine ganze Runde macht und der Kurze wieder bei der nächsten Ziffer ist? Haben wir jetzt wieder 2 Uhr? Nein. Man sagt entweder 2 Uhr Nachmittag oder 14 Uhr. Das heißt, zu jeder dieser Ziffern gibt es eine zweite, die um wie viel mehr ist? Ist das um 10 mehr? 1 plus 10 ist nur 11. Das wäre hier. Der Tag hat aber 12 mal 2 Stunden. Das sind übrigens 24, richtig. Ein Tag hat 24 Stunden. Und daher sind es immer um 12 mehr. Was muss ich hier beim Dreier dazu schreiben für Nachmittag?
jetzt geht's bald ans Heimgehen. Richtig, da steht dann 15 Uhr. Beim Vierer, 4 plus 12 ist 16. 5 plus 12 ist natürlich 17. 6 plus 12 ist 18 Uhr. Am Nachmittag natürlich. Der Lange macht sich auf seine letzte Runde. Und der Kurze geht das letzte Mal eine Ziffer weiter. Es ist 23 plus 1 ist 24 Uhr. Das sagt man dann allerdings nicht mehr, obwohl es stimmt, weil der Tag 24 Stunden hat und dann ist es wieder 0 Uhr, aber der nächste Tag beginnt. Wer hat an der Uhr gedreht? Trax, das hatten wir doch schon letzte Woche. Aber heute passt's echt super. Ja, du hast ja recht. Dafür darfst es diesmal du singen. Au ja! Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Trax kommt wieder, keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss. Jetzt hast ja du das letzte Wort gehabt.